Hier verlor Urli Gegenschatz sein Leben. Ein stahlglaskühler Bürokomplex in Zürich. Handykameras halten den Moment fest, als sich der Basejumper vom Sunrise Tower stürzt. Wir haben geklatscht oder so, jedenfalls schien das am Anfang sehr gut zu gehen. Plötzlich sackte er ab und schlug auf dem Vordach. Unkontrolliert fällt er dem Boden entgegen. Oh, fuck. Urli Gegenschatz stirbt an seinen Verletzungen. Ja, ich war am Boden. Das war... Ach, scheiße. Der Sprung, eine Werbeaktion von Red Bull. Bilder, die gewöhnlich nicht nach außen gelangen. Das ist ein unerträgliches Symbol für den Zynismus und für die Perversion des Eventmarketings. Red Bull gibt Milliarden für Werbung aus. Der Konzern ist anders als seine Mitbewerber und anders als seine eigene Werbung vermuten lässt. Red Bull stellt keine Getränke her, es ist ein Marketingkonzern. Fest steht, die Brause, die Flügel verspricht, ist in vielen Fernsehsendern und vor allem in Webkanälen präsent. Die Bilder der Werbeikonen werden digital manipuliert und Lichtgestalten gleich präsentiert. Felix Baumgartner, der Stratosphärenspringer. Und Sebastian Vettel, der Formel-1-Weltmeister. Red Bull Bilderbuchhelden. Die Welt von Red Bull. Höher, weiter und vor allem extremer. Darum geht es in Konzernclips wie diesem. Per Internet werden sie in die junge Zielgruppe gepusht. Wenn du wirklich an etwas glaubst, ist alles möglich. Alles soll also möglich sein. Extremsport ist das Elixier der Red Bull-Werbung. Spektakuläre Unfälle gehören dazu, wie in diesem Clip. Auf den Red Bull-Seiten finden sich meist glimpfliche Crashs, wie dieser. Bilder von wirklich gefährlichen Unfällen gelangen auf anderen Wegen ins Netz. Wenn Athleten sterben, sind oft nicht mal mehr Handyvideos zu finden. Wir haben dennoch 6 Todesfälle im Zusammenhang mit der Red Bull-Werbung recherchiert. Den Tod des Kanadiers Shane McConkie zelebriert Red Bull sogar in diesem Kinofilm. Titel: McConkie, du hast ein Leben, lebe es. Aber der Mann ist tot. Richtig. Kein Problem damit? Ist er nicht der Einzige? Er ist ja nicht der Einzige Tote. Entschuldigen Sie. Red Bull feiert auch Events wie dieses Motorradrennen für Nachwuchsfahrer. Toriano Wilson. Er starb mit 14 bei einem solchen Red Bull-Rennen. Doch bis heute findet sich in den Red Bull-Videos kein Hinweis auf seinen tödlichen Unfall. Toriano starb 2008 bei einem US-Rennen. Im Netz kursiert nur dieses Handyvideo. Toriano war noch ein Kind. Red Bull, so heißt es hier, sei Global Sponsor der Winter X Games. Unerwähnt bleibt, im Januar starb Caleb Moore bei diesem Stunt. Live im US-Fernsehen. Caleb Moore ist tot. 5 weitere Athleten, darunter Calebs Bruder, wurden schwer verletzt. Der bisher letzte Tote wird im Netz gar als Red Bull X-Fighter präsentiert, Aigo Sato. Kein Wort über seinen Tod auf der deutschen Red Bull-Seite, auch 7 Wochen danach. Der Japaner starb im Februar beim Training für die Red Bull-Tournee. Aigo wurde 34. Es ist schändlich, es ist sogar noch ein Mangel an Fantasie und Kreativität, wenn man am Schluss im Marketing nichts mehr Besseres weiß, als die Leute das Leben riskieren zu lassen. Wir bitten Red Bull um eine Stellungnahme und um Interviews. Unter anderem mit Dietrich Mateschitz, dem Gründer und Chef. Die Absage erfolgt prompt. Keine der angesprochenen Personen kann für das Interview zur Verfügung stehen.
Die Mail der persönlichen Mateschitz-Assistentin endet mit freundlichen Grüßen aus Fuschel am See. Das 1500-Seelen-Nest nahe Salzburg ist der offizielle Sitz des weltumspannenden Red Bull-Konzerns. Kein Logo ist an den Fassaden zu erkennen. Der Marketing-Gigant ist, wenn es um ihn selbst geht, für extreme Abschattung bekannt. Wachleute sichern das Gelände. Die beiden dürfen nicht gefilmt werden. Wer sagt das? Die Chefs von Red Bull. Das ist eine amtliche Straße? Ja, es kann dort filmen, aber das darf man nicht filmen. Ja. Fuß. Wenn ich die Runde gehe, dann ist das so, da muss ich leider die Polizei rufen. Zugänglich ist der Konzern für uns und viele andere Medien vor allem über seine Internetseiten. Hier präsentiert er sich, ohne dass kritische Nachfragen möglich wären. Die weltweite Expansion wird als lupenreine Erfolgsgeschichte präsentiert. Auch hier kein selbstkritisches Wort. 5,2 Milliarden Dosen wurden 2012 verkauft, so die offiziellen Angaben der Red Bull Homepage. Die eigentliche Getränkeproduktion ist ausgegliedert. Red Bull ist vor allem ein Marketingkonzern. Der wirtschaftliche Erfolg ist zumal für ein kleines Land wie Österreich wirklich beachtlich und hat ab den 90er Jahren und dann vor allem später also alles gesprengt, was wir auch als Journalisten in der Berichterstattung hatten. Es gab sowas davor eigentlich nie. Dietrich Mateschitz ist der Mann hinter Red Bull. Der Österreicher entdeckte auf einer Asienreise diesen thailändischen Energy-Drink namens Krating Deng, zu Deutsch Roter Bulle, und sicherte sich bei Chaleo Yovidya, dem Erfinder, die Lizenz. Weil jedoch der Wachmacher-Inhalt in Deutschland nicht zugelassen war, startete die Brause in Österreich und nach dem Eindruck von Fachleuten wurde dies der erste Marketing-Coup. Soviel ich weiß, war in der Anfangszeit Red Bull mal in Deutschland quasi verboten. Es gab noch keine lebensmittelrechtliche Anerkennung, ich glaube wegen des Taurins oder was auch immer. Es gab Gerüchte, zuerst wurden sie gestreut, Red Bull enthalte Konzentrat von Stierhoden oder kleine Spuren von irgendwelchen Rauschgiften, die halt halb legal sind. Auf jeden Fall, man kam damit nicht über die Grenze. Und es war zumindest im Raum Bayern üblich, dass größere Mengen Red Bull im Kofferraum über die Grenze geschmuggelt wurden. Daher kommt der Eindruck, dass Red Bull so eine leichte Drogenaura um sich herum hat, also den Ruch des Verbotenen. So wird die einst umstrittene Brause heute im Netz präsentiert. Hat man nicht sofort den Eindruck, es sei ein wahres Wundergetränk? Ein Getränk, das Flügel verleiht und das Extreme lebbar macht. Da kann es sich doch nur um ein Wunder handeln. Die Idee war, wenn man Red Bull trinkt, dann wird man irgendwie besonders toll. Dann kann man wirklich crazy Sachen machen. Und Mateschitz hat den Kontakt gesucht zur damals gerade im Aufbau werdenden Extremsportszene. Im Internet ist die Red Bull-Welt frei für jedermann zum Downloaden. Natürliche Grenzen werden gesprengt. Was mich immer wieder antreibt, ist die Frage, wie weit man überhaupt gehen kann. Red Bull entwickelt hier eine Marketingstrategie, die in einer gewissen Weise konkurrenzlos ist, denn niemand wagt es sonst, das gefährliche Leben zum Programm zu erheben. Ein Programm für die weltweite Bühne, das geeignete Darsteller benötigt. Uli Gegenschatz war einer der Veteranen im Team der Red Bull-Athleten. Der Schweizer Basejumper hatte das Lauterbrunnental als Extremsportziel entdeckt, für sich und seinen Sponsor. Seither gilt das Tal bei Interlaken als das Mekka der internationalen Basejumper-Szene. Eine Gondel bringt Springer aus aller Welt an die Absprungpunkte 720 Meter über dem Talboden. Martin Schürmann, ein Schweizer, ist einer von ihnen. Prüfend mustert er die Steilwand. Das ist der höchste zugängliche, einfachste zugängliche Sprung. Aber technisch ist der relativ schwierig, weil die ersten 4 Sekunden, die Wand ist positiv. Also das heißt, da muss man richtig abdrücken, damit nicht die Wand erwischt.
Selbst im Winter sammeln sich hier Tag für Tag Dutzende junger Männer. Nicht für Red Bull, aber auch wegen Red Bull. Inspiriert vom testosteronsatten Mythos der Marke, den sie mit jedem Sprung nähren. Unwillentlich. Die Generation Red Bull im Einsatz. Adrenalin pur. Für Martin Schürmann ist es heute bereits der dritte Sprung. Von Beruf ist er Bergführer. Extreme sind sein Alltag. Was geht einem durch den Kopf, wenn man springt? Ja, nicht viel. Man genießt es ganz einfach, den Flug. Versuchen wie ein Vogel zu fliegen. Keine Angst? Nein. Respekt? Ja. Angst. Wäre sicher jetzt für mich fehl am Platz, wenn ich hier noch Angst haben würde. Ein Seil hilft auf den Steg. 36 Basejumper sind hier schon gestorben. Tal des Todes wird Lauterbrunnen in der Boulevardpresse genannt. Martin nutzt einen Flügelanzug. Der Wingsuit verdoppelt die Flugzeit, bevor Martin den Fallschirm ziehen muss. Alles hat funktioniert. Ein perfekter Sprung. Auch Urli Gegenschatz, der Red Bull-Athlet, war als mustergültig bekannt. Seine Freunde machen sich ihre eigenen Gedanken über seinen Tod. Er war einfach immer der Perfektionist eigentlich. Er hat alles so gemacht, wie man es machen sollte oder vielleicht noch ein bisschen exakter. Haben Sie eine Erklärung, wie es zu dem Unfall gekommen ist? Ja, ich meine, als Bergführer habe ich viele Unfälle miterlebt und für einen Unfall müssen so viele Faktoren zusammenstimmen. Und was dort genau war, da ich vor Ort nicht dabei war, kann ich so nicht sagen. Er ist bei schlechtem Wetter gesprungen. Wenn du hier mitspielst, ist klar, wenn du auf der Straße nicht aufpasst, erwischt dich ein Auto. Du musst bei jedem Sprung voll fokussiert sein. Es gibt Gerüchte, er sei wegen seines Sponsors gesprungen. Wir werden das nie genau wissen, aber es muss irgendeinen Druck von außen gegeben haben. Ganz sicher. Denn er war ein sehr guter und sehr sicherer Springer. Zürich, November 2009. Red Bull hat gemeinsam mit dem Schweizer Telekom-Konzern Sunrise eine dramatische und gefährliche Show vorbereitet. Dabei geht es nur um die Einführung eines Red Bull-Mobilfunktarifes für die Schweiz. Nicht nur in Europa, auch in Australien und Südafrika drängt der Brausevermarkter ins Handygeschäft. Red Bull beginnt sich immer mehr auszudehnen und eine komplette Red Bull-Welt zu schaffen. Also die Red Bull-Welt, die versucht, alle Lebensbereiche ihrer Konsumenten zu umfassen. Start der Schweizer Einführungskampagne sollte der Sprung von Urli Gegenschatz vom 88 Meter hohen Sunrise Tower sein. Gottardo Pestalozzi arbeitete zu diesem Zeitpunkt in der Sunrise Pressestelle. Wir hatten die Information bekommen, dass heute was ganz Spezielles passiert zur Lancierung mit der Partnerschaft mit Red Bull. Und ja, wir fanden das eigentlich ganz lustig und einige von uns hatten sich schon ein bisschen informiert über Urli Gegenschatz, was er so macht. Urli Gegenschatz ist einer von weltweit über 500 Athleten, die bei Red Bull unter Vertrag sind. Honorare hält Red Bull geheim. Der Liechtensteiner Skirennfahrer Marco Büchel war Urlis bester Freund. Das Hirn gibt einem zu verstehen, dass man das nicht machen darf, weil man dann stirbt. Und der Verstand sagt dann, wenn man einen Schirm auf dem Rücken hat, dann überlebt man es. Das sind intensive Momente, wenn der Körper nach vorne kippt und es gibt kein Zurück mehr. Urli Gegenschatz fliegt fast wie mit Flügeln, verliehen von Red Bull. So muss man die Red Bull-Reklame im Internet verstehen. Seit 1995 war Gegenschatz Teil der professionellen Red Bull-Athletenriege. Dani Niet war auch Extremsportler und ein enger Freund. Die Faszination ist das Adrenalin, die Möglichkeit des Machbaren, einfach da rauszugehen und es zu tun. Und wenn man das kennt, das ist dann halt diese Adrenalinsucht auch. Es ist wirklich unglaublich toll.
Nur noch Sekunden sind es bis zum letzten Sprung von Urli Gegenschatz. Doch der Red Bull-Athlet zögert. Ab und zu taucht er auf und so. Man hatte den Eindruck, er prüft jetzt den Wind oder er überlegt sich, auf welche Seite und ist es gut oder nicht. Es waren böenartige Winde und das war natürlich aufgrund dieser Situation sicher ein Risiko. Urlis Freunde haben diese Bilder analysiert, Frame für Frame, immer wieder. Sauberer Absprung, gleich raus mit dem Teil, Schirm auf, die Füße schlägt ihm halt nach vorne, das ist normal. Es braucht einfach seine Zeit, bis er die Kontrolle über den Schirm hat und für mich persönlich einfach die Höhe des Gebäudes ist nicht ausreichend. 88 Meter bis zum Boden, bis zum Vordach nur 64. Extrem wenig. Extrem spektakulär. Verdammt, ist wirklich ein halber Meter oder was da gefehlt hat. Offenbar beim Aufprall auf den Vorbau bricht sich Urli die Hüfte. Beim Sturz auf den Asphalt wird sein Gehirn schwer verletzt. Die behandelnden Ärzte haben mir gegenüber gesagt, dass die Verletzung sehr, sehr gravierend ist und eben aufgrund dessen kaum eine Überlebenschance besteht. Zwei Tage später stirbt Urli Gegenschatz. Red Bull unterbricht die Handykampagne. Alle Plakate mit Fallschirmmotiv werden abgehängt. Das war natürlich vom Image her nicht gut und die Debatte gab es natürlich. Hat er jetzt das letzte Quäntchen Vorsicht nicht angewendet, was er sonst vielleicht einem Einzelsprung anwenden würde? Ob jetzt da ein Druck von außen bestanden hat, das ist natürlich nicht Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Und darum wurden dann diese Ermittlungen auch von der Staatsanwaltschaft relativ rasch eingestellt. So bleiben wichtige Fragen offen. Wie hoch war der Druck des Termins, der Red Bull Prämie, der Folgeaufträge? Selbst Urlis Freunde sind sich uneins. Da bin ich ganz sicher, dass Urli nicht gesprungen ist, nur weil die Kamera läuft und weil viele Leute da sind und er das jetzt liefern muss. Da bin ich ganz sicher. Urli war eine sehr starke Persönlichkeit und er konnte Nein sagen. Die einzige Möglichkeit wäre wirklich gewesen, neben Urli zu stehen, auf diesem Hochhaus mit ihm zu reden und sagen, du, ups, was meinst du, ist es okay? Und dann hineinzuhören und dann zu fragen, machst du es jetzt der Sponsoren wegen oder steht zu viel Geld auf dem Spiel? Auch wenn es das war, es war sein Entscheid. Wir fragen die Veranstalter, doch Sunrise winkt ab. Man bedauere den tragischen Unfall, doch Zitat, der damalige Event wurde von Red Bull durchgeführt. Wenden Sie sich zur Durchführung eines Interviews direkt an Red Bull. Offiziell zuständig ist die Red Bull Schweiz AG. Sie sitzt in Baar, der inoffiziellen Hauptstadt der Briefkastenfirmen im steueroptimierten Kanton Zug. Im Nebentrakt eines Einkaufszentrums. Überbordende Geschäftstätigkeit ist äußerlich nicht feststellbar. Per Mail antwortet die Marketingchefin: Urli ist in unseren Herzen und Erinnerungen. Ein Interview wird abgelehnt, aber Zitat: Die Arbeit mit unseren vielen Athleten werden wir weiterführen und ihnen weiterhin dabei helfen, ihre Träume zu erfüllen und ihre Visionen zu verwirklichen. Auch die Red Bull Zentrale antwortet mit viel Gefühl und wenig Information. Die Sportwelt habe einen einzigartigen Athleten verloren, wir bei Red Bull einen langjährigen und sehr engen Freund. Wie viel Red Bull für Urlis letzten Sprung bezahlt hat, ist geheim. Aber die Homepage verlinkt zur Stiftung Wings for Life, die Forschung gegen Querschnittslähmung fördert. Querschnittslähmung muss heilbar werden. Wings for Life. Gründer ist Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz. Red Bull ist sehr stark auf Dietrich Mateschitz zugeschnitten. Es gibt nur eine Anlaufstelle, das ist Dietrich Mateschitz selbst. Und wenn der nicht mit ihnen redet, dann redet dort niemand mit ihnen. Das ist das Rechercheergebnis des Profilredakteurs. Wir versuchen, uns selbst ein Bild zu machen.
Fahrt nach Mariaalm, 2 Autostunden von der Red Bull Zentrale entfernt. Ein Gutshof mit Heliport, der Wohnsitz von Dietrich Mateschitz, wenn er nicht in Salzburg oder auf der eigenen Südseeinsel residiert. Auf 5,5 Milliarden Euro schätzt das Magazin Forbes sein Vermögen. Mateschitz gilt als eigenwillig bis ins Detail. Es gibt eine Art Red Bull-Kodex, den der große Vorsitzende des Unternehmens selbst herausgibt. Man ist immer ein Kavalier der alten Schule, man ist immer sportlich leger, aber doch korrekt gekleidet, man bedrängt sich nicht in der Öffentlichkeit. Also alles Dinge, die eigentlich positiv sind. Andererseits natürlich gibt es Anflüge eines gewissen sektenhaften Auftretens von Red Bull-Leuten. Scherzeshalber wurde mal gesagt, dass Red Bull ist eine Mischung aus Bhagwan und Ikea. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte sein. Mateschitz ist Jahrgang 44, unverheiratet und Vater eines Sohnes. Seine sichtbar größte Leidenschaft gilt dem Fliegen. In Salzburg hat der Hobbypilot eine Sammlung flugfähiger Militärmaschinen angehäuft. Darunter ein Kampfhubschrauber und 4 Alpha Jets, alle in den Red Bull-Farben. Dietrich Mateschitz lebt nicht nur wie ein Oligarch, manchmal benimmt er sich auch so. Diesen Eindruck hat zumindest Michael Nickbasch, Ressortleiter Wirtschaft des Wiener Magazins Profil, der eine Begegnung mit Mateschitz vor Jahren unter dem Titel Red Bull verleiht Prügel veröffentlicht hat. Nickbasch recherchierte für eine Biografie über Mateschitz. Auch bei dessen Mutter. Mateschitz ist nicht erfreut. Beide begegnen sich. Ich nähere mich ihm also, strecke die Hand aus, stelle mich vor. Die Antwort war, Sie haben meine Mutter belästigt, Sie haben in meiner Privatsphäre geschnüffelt, das dulde ich nicht. Ich versuche daraufhin zu erklären, dass ich nichts von all dem getan hätte. Daraufhin sagt Mateschitz noch einmal, ich dulde das nicht. Und anschließend, und sehr scharf, solange eine Kniescheibe in Moskau $500 kostet, werden Sie von mir nicht sicher sein. Die Kniescheibe des Journalisten bleibt intakt. Mateschitz bedauert den Vorfall schriftlich. Das Wort Entschuldigung kommt in dem Brief nicht vor. Ich werde oft darauf angesprochen, weil das tatsächlich einfach nicht jeden Tag passiert in Österreich. Was hat Ihnen das über Dietrich Mateschitz gesagt? Dass Dietrich Mateschitz sehr allein und einsam entscheidet, wie viel die Welt über Dietrich Mateschitz wissen darf und soll. Und das ist de facto nichts. Zurück im Schweizer Lauterbrunnental. Unter den Basejumpern, die hier bisher ums Leben kamen, ist auch dieser Red Bull-Profi. Eli Thompson starb im August 2009 bei diesen Dreharbeiten mit der Red Bull Air Force. So präsentiert Red Bull seine Elite-Stunt-Truppe im Netz. Als Air Force. Menschen werden Flugmaschinen. Red Bull verleiht ihnen Schwingen und zelebriert die Gefahr als Mordsgaudi. Eli war Proximity-Flyer. Je näher am Fels, desto besser der Film. Diesmal kam er dem Fels zu nahe. Eli Thompson war sofort tot. 8 Jahre lang war der Kalifornier im Red Bull-Team. Wenige Minuten nach dem Unfall war ein Rettungshubschrauber einsatzbereit. Der Notarzt Bruno Durrer seilte sich per Winde ab. Wir sehen dort den Mönchsbüffel, dieser Felszacken und linker Hand. Das ist diese Scharte, wo eben dieser Proximity Flyer Unfall stattgefunden hat. Er wollte von der Hinterseite her rüberfliegen zu uns und ist dann dort 1 Meter zu tief geraten und hat dann dort eben unterhalb der Scharte aufgeschlagen. Bei Tempo 180 hatte der Red Bull-Athlet keine Chance. Der Fallschirm hat nicht geöffnet. Also irgendwo hat er gehofft bis zum letzten Moment nicht, dass er eben durch diese Scharte hindurchfliegen kann. Filmtrailer und Fotos zeigen Eli als begeisterten Springer, frisch verheirateten Vater und stolzen Red Bull-Profi. He was
Er war auf dem Gipfel seines Erfolgs, als er diesen Film drehte. Er war total erfüllt, auch weil er eine Familie hatte. Ich habe 2 Stunden vor seinem Tod noch mit ihm videotelefoniert. Er war voller Glück. Human Flight 3D heißt das Projekt, bei dem Eli starb. Der Trailer wurde ins Netz gestellt, mit Szenen, die im Nachhinein wie Warnungen wirken. Ich habe immer noch das Drehbuch, genau die Version, die auch im Film zu sehen sein wird. Und das beschreibt genau, was mit Eli geschehen wird. Es war wie eine böse Vorahnung. Elis Frau und Tochter spielen mit. Der folgende Trailer belegt, dass die Todesgefahr beim Dreh bewusst gewesen sein muss. Mach das nicht, es ist Wahnsinn. Selbstmord. Sei kein Weichei. Wir müssen die Grenzen austesten. Ich bin nicht der Typ, der jemandem seinen Traum wegnehmen würde. Ich war beunruhigt. Zum ersten Mal war ich beunruhigt. Aber er sollte den Traum erfüllen dürfen, den er erfüllen musste. Sarah kannte das Risiko. Im Netz kursieren diese Clips tödlicher Proximity Flights. Dieser hier hat nichts mit Red Bull zu tun. Oh no! Als Eli starb, war seine Frau im 8. Monat schwanger. Sarahs Sohn Talen hat seinen Vater nie gesehen. Die Schwester Tahani hat das Eintreffen der Todesnachricht miterlebt. Meine Tochter war 21 Monate alt. Sie wachte um 7 Uhr morgens auf und sah mich auf dem Boden liegen. Weinend. Sie brachte mir Taschentücher und war erst ganz still. Aber dann fragte sie, Mama, Baby okay? Sie dachte, mit dem Baby in meinem Bauch wäre etwas passiert. Ich sagte ihr, dem Baby geht es gut. Aber dein Papi hatte einen Unfall und er kommt nie mehr nach Hause. Zitat Red Bull. Es war, ist und wird uns immer ein Anliegen sein, außergewöhnlichen Menschen bei der Erreichung ihrer außergewöhnlichen Ziele zu helfen. Viele dieser Ziele sind mit kleinen, andere mit größeren Risiken verbunden. Unter Hilfe ist vermutlich Sponsorenhonorar zu verstehen, für das die Athleten im Gegenzug, wenn schon nicht ihr Leben, so doch regelmäßig spektakuläre Bilder geben. Sie werden von Red Bull Media House in Walz bei Salzburg professionell aufbereitet und in alle Welt verteilt. Der Zweck des Unternehmens Red Bull ist nicht der Verkauf eines Energy Drinks, sondern es sind 6 Worte. Der Zweck von Red Bull ist die Vermarktung der Marke Red Bull. Mit eigenen Fernsehsendern, Zeitschriften, Online- und Kinoabteilungen sowie einem Inhaltepool, der auf dieser Website extrem aufwendig produzierte Fotos und Videos kostenlos zum Download anbietet. Red Bull ist auf jeden Fall eine geniale Marketingmaschine, die genau dieses Bedürfnis, das in vielen Menschen, vor allen Dingen in vielen jungen Männern wach ist, erkannt hat und souverän bedient. Also diese Maschine läuft geölt. Höhepunkt bisher, der Stratosphärensprung von Felix Baumgartner. Hier digital manipulierte Bilder, wie für einen Spielfilm inszeniert. Der Red Bull-Athlet als Lichtgestalt. Felix, you are clear to jump at your own discretion. Cleared. I'm on my own. Man muss sich vorstellen, das Budget war mit 50 Millionen Euro nicht gerade schmal, aber es hat sich ausgezahlt, weil konservativen Schätzungen zufolge war alleine die Berichterstattung in den ersten 3 Tagen 6 Milliarden Euro wert. Das heißt, selbst mit seinem gesamten Marketingbudget hätte sich Dietrich Mateschitz nicht alle Titelseiten der Welt und alle Headliner der Nachrichtensendungen kaufen können. Auch wie im Spielfilm wird der beinahe Tod Baumgartners dramatisch überhöht. Felix fliegt Überschallgeschwindigkeit und hat die Kontrolle verloren.
Das Kaufvideo Space Dive ist voll von solchen Beispielen. Experten bewerten dies kritisch. Das Scheitern, und das heißt ja im Klartext der Tod des Abenteurers, ist immer mit eingeplant bzw. wird mitbedacht. Ich glaube, für die Marke Red Bull hätte das gar keinen allzu großen Schaden bedeutet. Man hätte vielleicht am Anfang, in den ersten Tagen, einen gewissen Erklärungsbedarf gehabt, aber man hätte dann auf der anderen Seite einen Helden gehabt. Gerade in Amerika, der wichtigste Markt für Red Bull, Amerikaner lieben Helden, Amerikaner lieben auch tote Helden. Squaw Valley, Kalifornien. Extremski Eldorado. Red Bull ist Sponsor. Rob Gaffney bringt uns zum Mahnmal für seinen toten Freund. Tibetische Gebetsfahnen flattern zum Gedenken an Shane McConkey im Wind. Der Red Bull-Athlet starb 2009 bei Filmaufnahmen, als sein letzter Stunt missglückte. Shanes Freunde haben eine Stahlskulptur auf den Gipfel gesetzt. Das ist der Gedenkadler für Shane McConkey. Er wurde ein Jahr nach seinem Tod aufgestellt, auf diesem Gipfel, der jetzt McConkey-Spitze heißt. Aus den Bildern, für die Shane starb, hat Red Bull einen Trailer schneiden lassen und ihn ins Netz gestellt. Hier Ausschnitte. Werbung für den Film McConkey. 109 Hochglanzminuten. Kinostart Ende 2013. Rob Gaffney war Shanes Extremski-Partner. Damals in den 90ern waren wir diejenigen, die die Grenzen verschoben haben. Die Leute am Limit, die Pioniere. Als Shane von Red Bull gesponsert wurde und immer riskantere Stunts entwickelte, stieg Rob aus. Sein Bruder Scott ebenso. Als Shane mit Base Jumping anfing, haben mein Bruder und ich beschlossen, auszusteigen. Wir wussten, wie hoch das Risiko ist. Hört ihr, aus welchem Land er kommt? Der Kanadier wird zum typischen Red Bull-Helden in typischen Red Bull-Videos. Werbung getarnt als Kinofilm. Wir fahren nach Borrego Springs in die südkalifornische Wüste. Hier verbringt Shanes Vater Jim McConkey die Winter. Jim ist selbst Profi-Abfahrtsläufer gewesen, hat seinem Sohn das Skifahren beigebracht und dessen Verwandlung erlebt. Die Angst vor der Inflation des Extremen, Zinsen, die Shane McConkey für das viele Red Bull-Geld zahlte. Shane hat immer gesagt, diese Kids werden besser und besser und Mann, die machen irre Sachen. Und er hat darüber nachgedacht, wie lange er da noch mithalten kann. Niemand nennt Zahlen in diesem Geschäft mit Adrenalin und Angst. Waren Shanes Honorare der Ansporn, immer waghalsigere Stunts zu riskieren? Ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Wenn ich die Jungs sehe, wie sie mit Motorrädern und Schneemobilen Saltos machen, mein Gott. Wie weit geht das noch? Red Bull gibt die Antwort. Wir finden sie im Netz. Some might say they're crazy, but they're the very best at what they do. They are more than athletes. Their sport has no rules, no stadium, no limits. What the money feeds is. Das Geld schafft eine Art globaler Identität. Wenn so viel Geld hinter, sagen wir, Red Bull-Athleten steht, die damit diese Heldenaura verbreiten, das ist hoch ansteckend und wird auf die Zuschauer übertragen, die ganz genauso sein wollen. Schon bevor der Film auf dem Markt ist, finden sich Clips im Internet, die die Umstände des Drehs beschreiben. Hier geht es um extremes Risiko. Not sure if you can
Ich weiß nicht, ob ihr die Schneeverhältnisse da sehen könnt. Es ist grausam. Wir müssen aber da durch, um zum lustigen Teil zu gelangen. März 2009. Shane fährt in den Dolomiten zu einer 300-Meter-Klippe. Ort der nächsten Filmszene. Shanes letzter. Vielleicht sind die Bedingungen nicht perfekt. Und wärst du alleine, würdest du sagen, ach was, ich warte bis morgen, wenn es besser ist. Aber weil alles für den Filmdreh bereitsteht, gibt es eben mehr Druck, es jetzt zu machen. In den Trailern ist der exakte Ablauf des Sprungs zu sehen. Ein Doppelsalto rückwärts mit anschließendem Wingsuit-Flug. Extrem gefährlich und für Shane McConkie tödlich. Seine Skibindung hatte sich nicht gelöst. Die furchtbarste Tragödie meines Lebens. Dein Kind sollte nicht vor dir gehen. Das ist hart. Shane McConkie hinterlässt eine Tochter, verzweifelte Eltern und seine Witwe Sherry, deren öffentliche Äußerungen von Red Bull argwöhnisch registriert werden. Sherrys Zusage zum Interview mit uns nahm eine Mitarbeiterin von Red Bull Media House wieder zurück. Ich habe Sherry vom Interview abgeraten. Sie hat zugestimmt. Wir treffen Sherry McConkie Tage später auf einer Veranstaltung für Squaw Valleys getötete Extremskifahrer. Mit uns reden wird sie immer noch nicht, wie sie bedauernd signalisiert. Die Trauerfeier für die gefallenen Sporthelden besteht aus rasanten Fahrten und Sprüngen in der Halfpipe. Jeder hier hat Freunde bei Skistunts verloren. Klar bin ich es leid, dass meine Freunde starben. Aber wenn du fällst, steh wieder auf. Verschieb die Grenzen. Das ist es doch, was dich leben lässt und wofür du lebst. Wenn du nicht so leben kannst, bist du doch schon tot. Es ist toll. Furchteinflößend. Adrenalinrausch pur. Rob Gaffney hat, als er den Extremsport an den Nagel hängte, Medizin studiert. Jetzt ist er Psychiater und versucht in seiner Freizeit, aus Adrenalin-Junkies wieder Sportler zu machen. Eine Menge der Kids hier sind sehr gute Skifahrer, weil die Berge sie sehr schnell sehr gut werden lassen. Aber ihnen wird erst klar, was bei einem Fehler alles passieren kann, wenn sie den Fehler wirklich machen. Sonntagabend. Eine Siegerehrung für junge Freeskier in Squaw Valley. Rob hat eine Organisation gegen die Risikoinflation gegründet, Sport Gravity, und einen Pokal gestiftet für den besonnensten Freeskier. Nur ein Symbol, aber immerhin ein Zeichen gegen das System Red Bull. Yeah, buddy. Yeah. Check that, baby. Extremsportler sind ein nachwachsender Rohstoff. Früher waren es ein oder zwei, die da draußen ihr Leben riskierten. Aber heute gibt es davon viele. Wenn du ausfällst, gibt es sofort einen neuen. Red Bull-Chef Mateschitz hat zwei Jahre nach Shanes Tod gegenüber dem US-Wirtschaftsdienst Bloomberg seine Werbestrategie erläutert. Zitat: Die größte Gefahr für ein Markenprodukt ist geringes Interesse. Das Geschäftsmodell von Red Bull basiert darauf, Flügel zu verleihen, Grenzen zu durchbrechen, das Unmögliche zu vollbringen. Die Leute lieben das. Es sagt dem Belohnungszentrum im Gehirn, mach das nochmal oder trink das. Eine neurologische Verknüpfung mit den gesehenen Aktivitäten. Is it moral to do this? I don't think that it's. Nein, ich glaube, es ist nicht ethisch. Ich habe meinen eigenen Test. Wenn ich auf dem Totenbett läge, würde ich mich dann wohlfühlen, wenn ich an diesen Aktionen beteiligt war? Wenn ich bei Red Bull Millionen damit verdient hätte, würde ich mich auf meinem Sterbebett nicht wohlfühlen. Ganz sicher nicht.
I would not feel good with myself when I laid on my deathbed, no. Berlin, Potsdamer Platz. Fahrt zur Berlinale. Moral ist bei den Filmfestspielen ein wichtiges Thema. Auf der Leinwand. Weniger im Leben davor. Die Berlinale ist nur vordergründig ein Festival der Eitelkeiten. Abseits des roten Teppichs geht es vor allem ums Geschäft. Beim European Film Market präsentiert Red Bull Media House sowie andere Firmen seinen Katalog von Kinoproduktionen. McConkey, der Film über den getöteten Red Bull-Athleten, wird massiv beworben. Dass Shane McConkey bei den Dreharbeiten dafür gestorben ist, erwähnen die Werbeplakate und Flyer nicht. Dafür wird am Red Bull-Stand stolz gezeigt, dass McConkey beim Tribeca Film Festival in New York eingeladen wurde. Ein Gesprächsversuch mit Sophocles Stasioulis, dem Head of Cinema von Red Bull Media House. Ich habe aber nur eine kurze Frage. Also dieser Mann ist ja gestorben, als er für Red Bull gesprungen ist. Und Sie haben hier die Headline, You have one life, live it. Ist das vielleicht ein bisschen zynisch? Das ist doch, glaube ich, Shane McConkey. Shane McConkey, richtig. Mhm. Das ist ein Tribeca im Wettbewerb, der Film. Mhm. Aber der Mann ist tot. Richtig. Kein Problem damit? Das soll das Publikum entscheiden. Mhm. Das ist ja nicht der einzige, er ist ja nicht der einzige Tod. Entschuldigen Sie. Wie das Getränk, so scheint inzwischen auch die Werbung dafür keine Grenzen mehr zu kennen, wie dieser Clip belegt. This is Red Bull Top's most unbelievable freefalls number one. Der Red Bull-Athlet springt ohne Fallschirm aus dem Flugzeug. Auch hier das unverschleierte Spiel mit dem Tod. Travis springt aus drei